möchte aber nochmal drei Punkte benennen, wo ich glaube, wo es besonders hakt, jetzt was das Parlament angeht oder die demokratische, eigentlich die demokratische Entscheidungsmitte, so steht es in allen Texten, das sind wir aber eben einfach nicht mehr. Sondern eigentlich funktioniert es so, die Regierung macht Gesetze. Theoretisch könnte auch das Parlament Gesetze machen, findet aber fast nicht statt, außer die Opposition, die macht das am laufenden Band. Aber wir wissen, was mit Oppositionsanträgen passiert, die werden, gibt es übrigens eine Regel in der Großen Koalition, aber nicht nur in der Großen Koalition, in anderen Regierungen wäre das genauso, die werden erstmal per se abgelehnt. Also selbst wenn die Gesetze gut sind und selbst wenn die Große Koalition es gut finden würde, was da für ein Gesetzentwurf kommt, der wird abgelehnt. Zur Not macht man einen eigenen, der genauso aussieht, aber es wird erstmal abgelehnt. Das ist so die erste Grundregel. Schon das ist problematisch, finde ich. Aber was noch problematischer ist, dass aus dem Parlament heraus, auch aus den Regierungsparteien eigentlich keine Anträge mehr gemacht werden. Also eines der wichtigen, großen, letzten Anträge, die ich kenne, war eben das EEG. Das ist aus dem Parlament entstanden, weil das kam auch nicht von der Regierung. Aber es gibt es ganz selten nur noch. Meistens kommen sie von der Regierung und meistens ist es so, Struck hat mal gesagt, es gibt das Strucksche Gesetz. Kein Gesetz kommt so raus, wie es reingekommen ist. Ich habe immer gesagt, das ist eine Chimäre, das gibt es gar nicht. Das hat er immer so gesagt, weil man das hört sich nach Demokratie an, aber es stimmt auch bei Struck nicht und das stimmt erst recht jetzt nicht mehr. Fast alle großen, wichtigen Gesetze kommen genauso wieder aus dem Parlament raus, wie sie reingekommen sind. Da wird mal irgendwo ein kleines bisschen geändert und nachgebessert, aber am Ende kommen sie alle genauso raus. Und egal wie groß der Widerstand war, ich kann mich an Diskussionen in der Fraktion erinnern, Vorratsdatenspeicherung, da waren 3/4 SPD-Abgeordneten dagegen, komplett dagegen. Am Ende sind sie so eingenordet, dass dann am Ende 5 oder 10 Abweichler übrig bleiben, aber das Gesetz wird genauso verabschiedet. Und das kann man bei allen Fraktionen so beobachten, die an der Regierung waren, da gibt es keine Ausnahmen. Bei den Grünen war das genauso. Fischer hat Dinge durchgesetzt, wo die Grünen eigentlich mehrheitlich, wenn man die Basis gefragt hätte, zu 90% dagegen gewesen wäre, Kriegseinsätze befürwortet, alles Mögliche. Am Ende kommen sie alle so raus.